So, Freunde, neues Game, Necromundia Hired Gun oder so ähnlich soll das heißen. Ist heute rausgekommen. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. So, neues Slot. Ich hab's vorhin schon mal gestartet. Die Gildenhändler regieren die Unterwelt. Ohne die Händlergilde würde hier unten das Chaos herrschen. Alles würde in totaler Anarchie versinken. Du denkst vielleicht, hier herrscht ohnehin Anarchie, aber nur, weil du die Ordnung nicht siehst. Ordnung ist das, was alle Gangmitglieder hier unten suchen. Aber eine Ordnung, die sie ändern können, in der sie ganz nach oben kommen können. Damit sie nicht länger irgendein Niemand sind, der für Haus, Makropole und Thron schuftet. Stark. Hier unten herrscht eine Ordnung der anderen. Ja, ich dachte auch, ich brauche eine Pause, aber ziehen wir nochmal durch. Hier runterkommen, um uns die Regeln aufzuzwingen, die oben in der Makropolenstadt gelten. Also folgen wir lieber den Regeln der Gildenhändler. Ohne sie würde hier alles zusammenbrechen. Niemand würde einen Gildenhändler töten, es sei denn, er ist echt gefährlich oder echt verzweifelt. Und die echt Verzweifelten sind am gefährlichsten. Danke. Deshalb denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Wir holen uns das Kopfgeld, das auf den Mörder von Maro Virex ausgesetzt ist, und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Denn Leute wie wir sind Agenten der Ordnung. Selbst wenn wir unterwegs ein wenig Staub aufwirbeln. Bist du dabei? Vertrau mir. Es wird sich lohnen. Ich denke mal, das Game ist zwar vom Ballerfaktor her ein bisschen stressig, aber ich denke mal, wir fangen gleich mit einer Knarre an. So habe ich das jedenfalls vorhin gesehen. Mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Das wird bestimmt nice. Ruckelt ein bisschen, wenn man so zur Seite guckt, irgendwie, ne? Ja, ein bisschen eine Grafikeinstellung, was machen? Was haben wir denn hier? Video. Video. Sehr schön. V-Sync muss auf jeden Fall an. Das vertikale Sichtfeld kann anbleiben. Okay, wir gehen hier mal auf hoch, gehen mal ein bisschen runter. Wir streamen ja unten nebenbei auf. Dann kann das auch mal ein bisschen schlechter aussehen, aber man wird es wahrscheinlich gar nicht merken. So. So. Ja, schon besser auf jeden Fall. So, wir bekommen gleich einen Auftrag. Das ist ja sehr schön. Bestätige bitte deine Identität. Das ist ja auch geil. Wem wollen wir denn mal nehmen? Sieht aber ganz nice aus, ne? Bestätige deine Klasse. Einfach. Es geht leider nicht anders. Boah, hört sich ja an wie im Karussell. Das ist es. Ja. Sicher? Sicher. Die Black Serpents verstecken sich da drin. Oh, schöne Wuff-Wuff läuft da rum. Dass sie da drin sind oder dass wir sie fertig machen. Wenn die was kommt, sind bloß Verhäscher. Und dann ist Zahltag. Und dann ist Zahltag. Okay, aber seid auf alles gefasst. Sind wir. Jetzt geht's wieder bergunter. Sie können nicht alle Zugänge sichern. Wir greifen von beiden Seiten und vom Boden der Kuppel. Hui. Trägt keinen Maulkorb. Nicht vorbildlich. Aber vielleicht ist er auch ein ganz friedlicher. Ihr zwei, diese Ebene. Ich gehe runter. Du und der Hund, was? Ja. Okay, ach, der gehört sogar zu mir. Das ist ja nice. Ich bin ab jetzt Hundebesitzer.
Haben natürlich auch eine Versicherung abgeschlossen, ganz klar. Wartet, bis ich unten bin und erledigt dann so viel wie ihr könnt. Lasst sie wissen, dass ich zicke. Ja, das Ruckeln, das habe ich irgendwo auch gelesen, dass das Spiel noch nicht so richtig fertig sein soll. Das wird bestimmt noch ein bisschen behoben durch irgendwelche Patches. An der Hardware liegt es nicht. Ja. Ui, da war ein mutiger Hund, der springt gleich voraus. Such das Stöckchen, such. Alter, die Jagd beginnt. Mission neu starten, zurück zum Hauptquartier. Stimms kaufen. 2 von 3, wir haben jetzt 400. Ne, da können wir noch nichts kaufen. Na? Hier irgendwelche kleinen Fischchen. Der erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Da haben wir ja auch immer ein paar Fischchen fertig gemacht und dann gab es lecker Essen. Oh. Leuchtfeuer auf deinen Missionen. Na, geh nicht weg. Auf deinen Missionen wirst du Kuppelläufer Lauffeuer sehen. Sie markieren die meistgenutzten Pfade. Lass dich von ihnen auf deinem Weg durch die Unterwelt leiten. Okay, dann komm mal her, du Leuchtfeuer. Irgendwas, warte mal, auf der Mission wirst du Leuchtfeuer sehen. Sie markieren meist nur Pfade, lass dich von ihnen Weg durch Unterwelt leiten. Ach, alles klar, die leuchten ja mal so vor sich rum. So. Das ist also Escher-Gebiet. Ja, ich glaube, das ist Escher-Gebiet, genau. Klettern, drücke Leertaste nahe der Kante an der Wand und bewege dich nach vorn. Okay, Klassiker. Irgendwo ein Fressnapf in der Nähe oder um die ganzen Ratten her? Oh. Der sieht aus wie der Händler von Resident Evil. So, sprinten. Drücke Steuerung links bei seitlicher oder Rückwärtsbewegung. Kann auch in der Luft ausgeführt werden. Okay, er sagt. Ach, das ist so eine Art Rutschen oder was? Halte in der Vorwärtsbewegung Steuerung links gedrückt. Dann mach ich doch. Okay. Wandlauf. Halte in der Vorwärtsbewegung die Leertaste gedrückt gegen eine Wand bei. Wandlauf erhältst du eine leichte Zielhilfe und kannst Feinde so einfacher töten. Oh Gott. Das hat ja bei Ghost Runner oder wie es hieß doch gar nicht, auch noch nicht mehr hingehauen. Oh, das wird ja übel. Wandsprung, drücke beim... Dass es immer links weggeht, finde ich blöd. Wandsprung, drücke beim Wandlauf, Leertaste. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen, das ist... Auch nicht richtig. Also muss ich die doppelte Leertaste drücken. Hallo, habt ihr auch eine Leiter für mich hier? Muss ich hier wieder hochkommen? Nö. Muss jetzt hier wahrscheinlich versauern. Hallo. Ah, hier geht's lang. Oder? Ich bin vom Wandsprung da runter und hier reingefallen. Häschen in der Grube saß und schlief. Saß und schlief. Das gibt's da nicht. Was ist das denn hier? Ah! Seh was, was ihr nicht seht. So. Das heißt. Oh, das ist ja wieder. Zum Fingerbrechen. Hat so ein bisschen was von Doom, finde ich. So Doom-lastig. Doom, die Verdammnis. Hi, grüß dich. Kaum sind wir im Level und können schon wieder verhandeln. Alter. Geht ja mal eine komische Art zu verhandeln. Was sind das denn für Türen, ey? Da passen ja Riesen durch. Ich guck schon wieder, ob ich irgendwas looten kann. Warte mal. Ich kann mir hier mal hochklettern.
Die Leiter ist doch nicht umsonst da, oder? Könnte man da rüber? Nö. Ich glaube, wir müssen durchs Tor. Wie ist denn eigentlich der Fallschaden in dem Game? Oh, gibt's nicht. Jetzt schauen wir mal. Okay, also los. Wir sehen uns am Ziel. Also so ganz hat Milady mir noch nicht gezeigt, was hier Sinn der Sache ist. Truhen, drücke E, um Truhen zu öffnen. Dein Wert für Erforschung bestimmt deine Überlebenskünste und beeinflusst die Qualität der Beste, die du findest. Okay, da ist eine Truhe. Eine Schatzkiste. Boah. Also wenn sie verhandelt und mit einem Roboter spricht, haut sie ihn vor die Nase. Wenn sie eine Truhe öffnet, fliegt alles in die Luft. Ich finde, dass ich habe hier Schwester Krachlante ausgewählt. Ist ja nicht. Ausrüsten. Halte E gedrückt. Zack. Waffen wechseln. Halte Z gedrückt und zeige auf die gewünschte Waffe. Aber ich kann auch so wechseln. Noch einer. Ey, wie unfair. Ich bin ja gerade erst reingekommen in das Game. Also, so wird man empfangen. Ich bin an den ersten Wachen vorbei und komme von Norden. Siehst du was? Jede Menge. Geh weiter. Weiter. Das ist wirklich Lady Krachlante. Geh weiter. So, Fanu Manufaktorum. Müssen wir bestimmt wieder irgendwas Schönes machen. Das bringt nichts, wenn wir da runterfahren. Hier kommen wir nicht hoch, oder? Ist alles noch so ungewohnt, ist alles so neu. Was ist da los? Ups. Geil. Sie ballerte auf so einen Riesenhaken und sagt, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Nicht schlecht. So, auf jeden Fall müssen wir näher kommen. Das ist schon mal klar. Aber irgendwas müssen wir doch da auslösen. So, von da kommen wir. Da sollen wir hin. Das ist ja faszinierend. Da ist doch eine Leiter, ne? Sehe ich gerade. Warte mal, können wir da... Können wir auch Doppelsprung machen oder so? Nee, ne? Ah, hier können wir drauf. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ich bin mit der Architektur des Gebäudes noch nicht ganz so einverstanden. So, eins ist ausschalten. Ja, man merkt halt, wie gesagt, das ist irgendwie, hat das Game noch ein paar Fehler. Wenn ich hier auf den Gegner ziele, möchte natürlich, dass das Aiming rot ist. Und nicht, dass ich nicht weiß, ob die zu mir gehört oder nicht. Die Behälter sehen ein bisschen aus wie bei Star Wars irgendwie. Zack. So, Cybermassiv, drücke C, um deine Cybermastiff, das ist unser Hund. Ist ja geil gemacht. Hey. Habt mal Rücksicht. Ich bin gerade neu. Bin gerade erst angekommen hier. Planetenchaos. Ja, hol dir das beste Stück Fleisch. Ja, die hat wirklich eine harte Hand im Verhandeln, das stimmt. Dritte Ebene, hier ist noch jemand. Und das ist ganz sicher kein Escher. Ich bin's nicht, pass auf. Wollen wir denn hier alles Schönes einsammeln? Und da sind wir reingegangen, da würden wir ja auch wieder zurückkommen. Hier lang.
Aua. Ui. Alter Falter. Gibt's hier auch sowas wie Heilung oder so? Ach, die kommen auch runter. Okay, durch Stahl schießen bringt nichts. Ja. Genau. Hol dir da ein Frohlig-Ohr. Genau, ich lasse das nur noch den Hund machen. Und setze mich dann zur Ruhe, gehe in Rente und alles ist entspannt. Ja, sieht auch schön aus, aber ich verbrenne gerade, merke ich. So, das Kraftfeld, Gesundheit. Was ist denn mit F eigentlich? Ah, F ist Medipack. Naja. Ist schon irgendwie ein bisschen seltsames Game. Alter Falter. Warum ist die jetzt in die Luft gegangen? Oder war da ein Fass? Ui. So, ich soll da durch, aber da brennt's. Das geht nicht. Mal an die Feuerwehr rufen. So, ich habe nur Waffen, kein Feuerlöscher. Was passiert denn, wenn ich hier reinlaufe? Obwohl. Verbrenne ich, ne? Oder? Nö. Das ist ja komisch gemacht. Ich kann durchs Feuer laufen. Mann, 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 ey. Das wäre ich aber beinahe platt wie eine Flunder gewesen. Na. Alter, was ist denn hier los? Bisschen mehr Demokratie, bitte. Ich muss mich an die Spielgeschwindigkeit erstmal gewöhnen. Alter, so. So, aber weg hier erstmal. Das ist ja... Doom mal zwei hier. So, Medikit haben wir nicht mehr. Ich hoffe, die Energie erholt sich von alleine. Alter. Leck mich an der Tasche. Was macht da hier unser Wawa? Ah, der frisst auf jeden Fall schon mit jemandem. Okay, da kann man nicht durch. Also das Spiel ist bei Steam mit ausgeglichen bewertet worden. Kann ich ja so ein bisschen nachvollziehen. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Leck mich an den Tisch. Zick, 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 Hürden, genau. Mann, 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 die Ladies hier, ey. Ich wollte nur mal einen Pfand abgeben. Was geht hier ab? Unglaublich. Noch mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache, was die mir getan haben und warum ich überhaupt hier bin. Und wer bin ich überhaupt? So, was haben wir mit unserem Wuffwuff? Na, zeig dich. Ich mach dir eine schöne Frisur. Wo bist du denn? Ja, leider daneben. Ach, volle Energie haben wir schon wieder. Mann, haben die keinen Friseur oder was?
da. Was ich so krass finde, die sind natürlich auch schnell unten. Sportlich, sportlich. Man merkt, dass die Fitnessstudios wieder aufhaben. Alle sportlich total aktiv hier. Ich bin nah dran. Ja. Mir gefällt das hier nicht. Du bist nah dran und ich bin nah da. Unglaublich, ey. Mann, 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 Mann. Ist ja unglaublich. So eine Frechheit. Entsperren. Ja, okay. Das hätte ich mir denken können, dann muss ich wahrscheinlich runterrutschen. Oh, nochmal hoch. Ja. So, was haben wir denn? 537, 800, wir können doch nichts kaufen. Mich würde auch mal interessieren, was das für eine Handlung ist. Was machen wir denn überhaupt? Wer sind wir? Was ist hier los? Warum greifen uns alle an? Warum sind die alle so gut im Schießen? Okay, da waren wir schon. Das ist mal Fifi eigentlich. Da ist er. Der kommt angelaufen. So, stimmt's, halten dich am Leben, werden automatisch angewendet. Sie können zu Beginn jeder Mission im Ausrüstungsmenü gekauft werden und an jedem Speicherpunkt gekauft werden. Das ist schön. Da freut sich die Rentenkasse, wenn wir länger leben. So. Jetzt ist die Frage, achso, Tabulator-Infos. Finde einen Weg zum Hauptquartier der Gesetzlosen. Dann finden wir doch mal einen Weg zu den Gesetzlosen. Ist mal das Inventar weggekickt. So, da waren wir schon. Ne. Da können wir, warte mal, gehen wir mal da lang. Da waren wir auch schon. Gehen wir mal nochmal nach oben. Ein Orientierungssinn vom Feinsten. Kann man hier eigentlich reinkrabbeln? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Das ist aber kein Fahrstuhl, ne? Das ist einfach nur so ein dämlicher Tunnel. So, okay. Wir haben ja, nochmal logisch überlegen, wir haben ja dieses Schaltpanel aktiviert. Ja, oh, das sieht doch gut aus. Dann gehen wir mal hier lang. Hier waren wir noch nicht. So, mal ganz locker auf Frieden gestellt. Faszinierend. Sehr schön. Hier wird schon mal Schlüssel geschmiedet, falls sie mich irgendwie aussperren und ich nicht mehr reinkomme. Nicht mal rauskomme, meine ich. Na, sehr gut. Genau, auf dich habe ich noch gewartet. Dankeschön. Wenn ich hier einen Spieler finden würde, würden die alle mit Wasserpistole rumlaufen. Ja.
man sollte mal die Waffe wechseln, ne, wenn man... Aber wir können ja auch mit E ausschalten. Die haben ja alle so einen Knopf. Alter Schwede, ey, was haben die denn hier? Haben die alle Monster getrunken oder warum geht die so ab? Brauchst du gar nicht verstecken. Mann, die war aber aufs Holz, ey. Eieieiei. Unglaublich. So, ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Ah, Lady Krachlatte. Aber Ruhe hier. Was ist das für ein grünes Fläschchen? Oh, bloß nicht in die Lava fallen. Sehr schön, sehr schön. Die haben wir auch erledigt. Wir sind's halt. Hab ich keine Granate oder so? Achso, ich habe ja meinen Wurfwurf noch. Ich muss doch mal ein bisschen in Deckung gehen, ja. So. Es lebe der Feuerstoß. Ja, knabber ein bisschen an ihm rum. Sehr schön. Also unter dem Einsatz würde ich sagen, Hunde dürfen keinen Maulkorb tragen. Jetzt geht es hier wieder nach oben. Das ist ja... Wer baut denn so einen komplizierten Weg auf hier? So, es geht ja nach vorne, 44. Will ich eigentlich rüberklettern und rüberspringen? Jo. Das sieht doch gut aus. Und jetzt würde ich sagen, hier, zack. Genau. Und jetzt da rüber und dann von da nach da. Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Die guten alten Fässer aus Star Wars. Okay, er sagte, ich soll in die Richtung. Okay, dann machen wir das doch mal. Okay, noch 5 Meter, aber... So, Wandsprung. Ah, alles klar. Wir können's doch. Das sind Dutzende von denen. Was zur Hölle? Ach so, halt. Gottes Willen. Was hat er denn für Leiden? Ein falsches Programm geladen, würde ich sagen. Leto, wo bist du? Ich bin hier. Leto, was zur Hölle ist da los? Hab's gehört. Bin unterwegs. Düster, düster geht die Welt zu Ende. Da oben ist ja auch noch wer. So, Wuff Wuff, tu mal was. Alter Schwede, ey, das ist ja übel. Na, Ladies, gefällt euch das?
Aiming sein Urgroßvater. Oh, dankeschön. Oh, 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 oh. Oh, ich darf hier nicht in die Höhle des Löwen gehen. Oh. Erstmal nachladen, würde ich sagen. Action. Jawohl. Jawohl. Ich brauche Hilfe. Jetzt. Sind dir ein paar Escher schon zu viel? Was ist los, Leto? Es sind keine. So, da kann ich doch nicht reinlaufen, ne? Ach, der will nach oben, oder? Fahr zur Hölle! Da bin ich schon. Okay, okay, okay. Warte mal. Wie sieht's hiermit aus? Ah, hier ist noch Secret wahrscheinlich. Also, was ich nicht verstehe, die tauchen auf einmal auf. Ich bin der Meinung, dass Spock da irgendwie seine Finger mit drin hat. Der beamt die bestimmt alle hierher. Mist. Ich hätte allein arbeiten sollen. Allein ist immer am besten. Ja. Da fliegt und... Alter, wer ist das denn? Lass den Kleinen seinen Shrek Vater. Macht auch mit. Ist eine Mischung aus Hulk und Shrek. Und was macht mein dressierter Fifi? Der guckt nur zu, oder wie? Na, gefällt euch das? Hey! Alter! Kommen die denn auf einmal her? Das ist ja heftig. Ey, die können doch nicht einfach mal auftauchen, der Alte. Das geht gar nicht. No. Also ein halb unsichtbarer. Das gibt's doch nicht. Die sind doch alle von der Raumschiff Enterprise geschickt worden. Oh, Gesundheit. Aber gut, dass wir es auf leicht spielen. Da kann man auch mal ein bisschen was erleben hier. Auch noch ein bisschen überleben. Unglaublich. Zack. Und hier noch. Ja, jetzt das Handy ausgegangen, das ist auch schön. So. Etwas schiefgelaufen. Finde den Ausgang zum Manufaktorum Illicipitanum. Machen wir doch mal. Hallo, mach doch mal eine Tür auf. Die Richtung geht's ja nach da, 163 Meter. 154. Das ist der ideale Schrittzähler hier. Ab und zu können wir ja auch mal ein bisschen rutschen. Warum auch nicht? So. Dankeschön. Mann, Schwester, was ist denn dein Problem?
die Miete nicht gezahlt oder warum bist du so sauer? Ey. Ja, ich kann das auch. Genau. Hat sich Scotty wieder geschickt. Ja, genau hierher gebeamt. Uiuiuiuiuiui. Ah, komm her, mein Hund wartet schon auf dich. Er hat aber gebraucht. So, die kommen von allen Seiten, ey. Das finde ich noch ein bisschen unfair. Jetzt sind sie da. Sind sie wieder da? Jetzt bin ich hier. Ja, genau. Bell sie an. Ja, du hast ja noch eine Runde, ist ja in Ordnung. Jawohl. Aiming on point. Gib mir noch mal deine Energie. Dankeschön. Das hier, hier ein grüner Strich. Was macht er? Leuchtet grün. Wunderbar. So, die hat sich natürlich unten die Landschaft angeguckt. Das verstehe ich gar nicht. Also echt schlecht zu sehen in der Umgebung. Das ist ganz mies gemacht. Die droppt uns Energie. Sehr schön. Was mir nochmal fehlt, ist eine Granate oder so. Eine Granate. Ah, die sind so halb unsichtbar. Oh, aber schlecht geschauspielert. Oh, und das ist ein schönes. Ach, das ist stimmt, die können wir einsammeln. Oh, jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt sieht es schlecht aus. Gibt ein bisschen Energie gedroppt. Oh. Hey, das ist aber jetzt ein ganz harter Krampf hier. Da muss ich ein bisschen jeden Jitsu anwenden, weil ich hier keine. Wo bist du denn auch da? Weil ich wieder keine Munition hatte. Ja, komm schon. Alter Hund, treff ihn alle mal. Was denn da los? Oh, dieser Angreifer. Den habe ich allen LED-Fernseher geschenkt. Mann, Mann, Mann. Es fliegt schon wieder alles in die Luft. Weiß nicht. Ich dachte, ich wäre auf der richtigen Seite. Hat der Zöpfe? Dass das Pippi Langstrumpf ist. Mission erfüllt. Oh, hat sich aber auch so angefühlt, als wenn die Mission erfüllt wurde. So, was haben wir denn hier? Glücksbringer. Anhänger. Pistolen. Einfach. Einfach. Beute. Nicht verschoben. Information. Spezialrüstung. Schwer ausgerüstet. So, was soll denn das Ausrufezeichen hier?
Ist ausgerüstet. Objekte. Ah. ...750, 759 habe ich. Nicht verschobene Beute. Okay. Das ist ja schon mal schön. Ja, lasst mich raus. Die nicht verschobene Beute wird verkauft für 2221. Ich bin dabei. Auf dem Flohmarkt hätten wir dafür auch nicht mehr bekommen. Ergebnis 1785, Belohnung 1500, Tötungsstil 390, eine Schatztruhe nur gefunden. Führerschein Klasse B haben wir auch bekommen. Das ist sehr schön. Martyrs End. Tipps. Die Tipps und dazu ein paar Chips. So, Freunde, ich würde aber sagen, ich habe es heute gekauft. Angespielt. Und jetzt kommt es erstmal wieder in den Bit-Kühlschrank. Sprich, ja, wir werden das die Tage weiter zocken. Am Wochenende vielleicht sogar durch. Wer weiß. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Folgt mir auch mal auf YouTube übrigens. Das wäre auch mal bitter nötig. Da tut sich auch gerade nicht sehr viel. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis demnächst.